Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Jawcraft. Es ist Zeit zu einer weiteren Folge mit Spark of Phoenix im Zabazu-Projekt. Hi, hi. Wie komme ich da drauf? Ah, jetzt komme ich drauf. Ich hab dreimal, viermal probiert, zweimal, dreimal Error vorher. Ja, der Server, der braucht ein paar Sekunden zum Starten. Ich habe gleich nochmal gewartet, weil ich weiß, dass der Server mindestens 30 Sekunden braucht zum Starten. Hab ihm die Zeit gegeben und da baut sich auch schon der ganze Terrain auf, der Zoo auf. Und wir können das wunderschöne Gehege begutachten, welches Spark neulich gebaut hat, gestern. Im letzten Part bei ihm. Ja, so anfangen, da meint man gar nicht, dass am Ende sowas rauskommt. Ja, aber guck, das sind auch so unsere Ideen, die ein bisschen kollidieren einfach. So meine Idee so, oh, es muss auf jeden Fall unbedingt hier eine Bahn durchfahren und du so, ja, das könnte man so und so machen und ja, guck mal, was dabei rauskommt. Sieht doch einfach nur geil aus, oder? Ja, ja, der Meinung. Mehr oder minder. Du mich auch. Ja, also hier sind ein bisschen zu viele Powerschienen in deinem Dings. Ich fahre jetzt auch mal da durch und guck mal, wie Spark das so getimed hat. Nee, also, nee, ich habe es noch gar nicht richtig getimed. Ich muss nur einmal erstmal durch, damit ich einmal durchfahren kann. Also, ja. Ich habe hier so ein Safe eingebaut, dass wenn ich nicht in Minecraft drin ist, ja gut, jetzt ist es natürlich dämlich, wenn jetzt das Ding gestartet wird, ohne dass ein Spieler drin ist, ne, ich starte das Ding jetzt so, wir sehen, kein Spieler ist drin, dann wird das Minecraft einfach hier retour geschickt. Und wird einfach wieder zurückgepackt. Aber wenn Spieler drin ist, geht's los. So. Lebensgefahr. Bitte während der Fahrt sitzen bleiben. Na gut, bitte habe ich nicht geschrieben. Ich habe es als Sollkommando hingeschrieben. So, und wir sehen jetzt, entschleunigt schon der Zug und man kann ganz in Ruhe dann die wilde Steppe bewundern. Herrlich. Ja. So ein bisschen viele Powered Rails. Ich würde gar nicht so viele hinmachen. Eine würde ich weniger machen. Oh, jetzt geht's hier nach oben. Jetzt haben wir natürlich so richtig Schwung bekommen. Ich glaube, ab jetzt brauchen wir überhaupt keinen Schwung mehr. Den hättest du auch wegmachen können. Schon ein bisschen zu viel Schwung fast. Ja, ich hab schon weniger gemacht. Oder? Und, ja, man muss noch weniger machen. Deutlich weniger. Ich habe viel zu viel Schwung. Ja, und ich glaube, ich habe immer noch so viel Schwung, dass ich jetzt zu schnell durch das Tor fahre. Ja, das Tor hat keine Chance. Keine Chance. Ah! Ja, das ist jetzt zu viel Schwung einfach. Das ist ein Schwungproblem, was wir hier haben. Ja, ich habe halt einen guten Hüftschwung. Spark und sein Hüftschwung. Ja, hast du einen Videotitel? Ja, ich kann es mir eh nicht merken. Also, der inoffizielle Videotitel heute ist Spark und sein Hüftschwung. Da fahre ich gleich mal hinterher. Ich glaube aber trotzdem, dass Tiere, die auf dem Weg stehen, stören und an dich anhalten lassen und so. Dann musst du weiterfahren mit der Hand. Aber eigentlich ist es ja so, dass Entitäten, Tiere und so, nicht auf dem Weg gehen. Normalerweise. Ja. Alter, du fährst durch ein Zoogehege mit der Bahn durch. Ist das nicht cool? Da sieht man Spark, da durchdüsen. Ja, ich muss dann gucken. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob das klappt. Ich arbeite halt irgendwie selten mit Bahnen, ne? Nein, ne? Nope. Okay. Ja, ich kann noch langsamer machen, aber... Ich arbeite einfach zu selten mit Bahnen und kann schwer einschätzen, wie viel die Powered Rails hier tatsächlich an Speed geben. Und. Okay, gut, ja, finde ich auch gut. Irgendwie, ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Achso, kann das denn, dass dein Zug hier noch festhing oder so? Ne, ich hab's eigentlich abgebaut. Irgendwie, vielleicht werde ich diese Tür nochmal ändern müssen bei. Ansonsten müsste das Tour-Öffnungssignal ein wenig schneller kommen oder früher kommen. Dann machen wir das nämlich nicht hier einfach. Dann führe ich das jetzt einfach weiter und wir machen das woanders. Aber weißt du was, ich klemme die Tür jetzt erstmal ab. Die Tür ist abgeklemmt. Die wird sich jetzt gar nicht mehr öffnen. Du kannst jetzt selber noch ein bisschen gucken, dass man schön langsam ist. Und ich stürze mich mal hier ins Abenteuer unter Wasser. Hier sind wir ja gerade dabei, einen sehr komplexen Redstone-Mechanismus zu entwerfen. Und wir müssen erstmal den Timer hier unten wegmachen. Denn bevor wir den Timer bauen, ist mir nämlich aufgefallen, müssen wir erstmal grundlegende Sachen bauen. So, und zwar die Möglichkeit, dass hier überhaupt was hochkommt. Und das geht nur mit Obsidian und Slimeblöcken. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal hier ein bisschen Obsidian rein, öffnen quasi das hier. Die Fackel setze ich erstmal hier nicht hin. Und wir brauchen einen Slime. Ein Slime. Kommt hier. So. Und Schleim, Slime. Slime there. Slime so. Und dann jetzt noch eine Minecart. Wir probieren jetzt aus, ob das klappt, indem wir das Minecart mal kurz hier hinsetzen. Da habe ich auch so ein Inventar mit Minecarts und Co. Wir lassen das jetzt hier runterfallen und schauen mal, ob die Höhe ausreicht. Ja, die Höhe reicht super aus. Also genau das wäre hier optimal. Aber das Slimeblock kommt nicht mehr runter. Doch, er kommt runter. Okay, gut.
Sobald das Lineblock runtergegangen ist, geht dann auch sofort die Technik hier an. Also, das heißt... die Frage ist jetzt, wie wird das Minecart befüllt mit Nahrung? Wie kommt die Nahrung ins Minecart rein? Mit einem Hopper. Ja, das ist ja gar nicht mal das große Problem. Wie kommt die denn wieder raus? Das frage ich mich gerade. Also Minecart muss ja auch, diese Station muss Sachen können. Ja, die muss mehr können als das, was sie jetzt kann. Das ist schon mal nett, was sie jetzt kann. Das ist gut. Das ist schon mal, oh, das ist nicht übel. Aber die muss noch deutlich mehr können als das. Boah, ich glaube, das ist eines der, wieder ein super, super schwerer Redstone. Dings, Gedöns, was ich hier mache. Okay, pass mal auf. Wir müssen hier eine Schiene eben reinschieben. Ah, das wird eine große Logik hier. Das wird offen flüssig. Wenn das Minecart wieder runterkommt, dann wird hier eine Schiene reingeschoben. So, Schiene ist drin. Die Schiene sorgt dafür, dass das Minecart hier zu einer kurzen Entladestation kommt. Ja, das ist gut. So, hier ist eine Entladestation. Die Entladestation macht, man kann sich ja schon wahrscheinlich denken, sie entlädt das Minecart, dass das Minecart wieder genullt wird. Und dann wird das Minecart wieder beladen. Die Frage ist, wo wird es beladen? Es kann nur von hier beladen werden. Ach, du große Neune. Das muss, das kommt dann von hier, wird's beladen. Oh, scheiße. Ich will jetzt hier nicht zu viel rumfluchen in deinen Videos. Du bist auch da dran in der Aufnahme, oder? Ach ja, stimmt. Lol, habe ich gar nicht, habe ich gerade total vercheckt, dass ich ja dran bin. Stimmt. Ja, meine Aufnahme. Ja. Ich hab meine Aufnahme nicht an. Schon wieder Mist. Nicht gebaut habe. Wobei das nicht schlimmer Mist ist. Das ist überhaupt kein schlimmer Mist, weil das ist ja eh standardmäßig. Der Kolben wird zwar schalten, aber das ist dem System relativ Wumpe an der Stelle. Ob der Kolben schaltet oder nicht schaltet. So, also wir brauchen jetzt eine Entladestation. Oh, der ist aber standardmäßig. Dammit! Standardmäßig an. Wäre standardmäßig aus, wäre es kein Problem. Aber diese Standardmäßigkeit, die bringt mich ja schon Mathe zur Verzweiflung. Dann muss es anders herum gehen. Dann muss es so gehen. Dann muss das. Oh, Scheibenkleister. Scheibenmüll. Ich fluche immer so. Wenn ich solche Techniken baue, dann ist das eine reine Fluchpartie von mir, wo ich die ganze Zeit am Fluchen bin wie sonst was. Weil das einfach eine unmögliche Sache ist, die wir hier wagen. Aber es wird ja wohl möglich sein, diese Unmöglichkeit hier. Aber das ist möglich. Ja, das ist möglich. Dann wäre hier sowas möglich und dann sowas hier möglich. Und dann. Ich bräuchte mal irgendeinen Prank, wo man die Redstone-Eigenschaften irgendwie verstellt, dass du irgendwas bauen willst und es geht nicht. Man weiß nicht warum, verzweifelt es einfach nur dran. Das gibt's auch nicht. Aber jetzt das so machen, das ist auch schon wieder ein Ding der Unmöglichkeit. Es sei denn, man machte so, aber dann wäre ja so. Ah, das ist gut. Das Minecraft würde ja stehen bleiben. Zumindest, ja doch. Hm. So, dann wäre jetzt das mit dem gleich geschlossen. Allerdings verzögert. Aber das geht nicht. Oh, nee, das ist verzögert. Ja, warte mal. Wenn es verzögert ist, kann ich doch theoretisch einen Observer-Block nehmen, ne? Nein, kann ich nicht. Aber ich müsste dieses verzögerte Signal... Ach, guck mal, wie groß das Ding schon ist. Das ist schon viel zu groß. Egal. Wenn ich das jetzt hier verneine. So, dann verzögert dorthin gebe. Ja, jetzt darf ich aber keinen Block hier draufsetzen, weil der Scheibenmüll. Der triggert ja den hier. Und ich kann keinen Block dorthin setzen, weil das einen Kurzschluss gäbe. Aber ich könnte einen Kolben hinsetzen. Nein, kann ich auch nicht. Dann setze ich einfach hier einen Block hin und nehme dann hier einen Verstärker. Der Verstärker geht dann in den Kolben rein. So, das heißt, wenn diese Technik ausgeführt wird, dann ist auch die Schiene hier unten. Und jetzt kommt der Gag. Jetzt kommt der Geek. Wenn wir jetzt hier oben ein Minecart stehen haben, ein Kisten-Minecart, in dem Items drin sind. So, das steht jetzt hier und die Technik geht aus. Dann fährt es nach unten und, das ist zu spät. Okay, der ist viel zu spät. Der muss auf jeden Fall verspätet ausgehen. Also nochmal, Kisten-Minecart, weg damit.
Technik nochmal ausführen und nochmal Minecart hinsetzen. Also wir sehen, hier ist ein normales Minecart. In dem Minecart sind jetzt Sachen drin. So, die Schiene geht aus, das Minecart fällt herunter, fährt hier hin, gibt nun die Sachen ab, die innen drin sind, im Minecart drin sind, die Items werden abgegeben. Und wenn alle Items abgegeben worden sind, fährt das Minecart wieder zurück dahin. Yes! Sehr schön. Okay, das Minecart ist jetzt quasi wieder in Position. Und jetzt kann durch das nächste Hochwerfen... Nein. Bisschen leidenschaftlich jetzt jeder Fußballspieler beim Redstone Bau. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Aber warte mal, wir können es verneinen. Ich mache aus meinem Leiden genau die Lösung. Der Kolben ist standardmäßig ausgeklappt. So, nochmal. Alles zurück, zurück, zurück. Also, unsere Technik ist gestartet. So, unser Zug steht hier oben bereit. Also, wir haben jetzt schon bezahlt, unser Essen steht hier. Und was wir nicht aufessen, das bleibt jetzt hier noch mit drin. So, das habe ich jetzt nicht aufgegessen, ne? Bei mir wird morgen die Sonne nicht scheinen. So, der Finger runter. Zug gibt nun die Items ab. Items werden abgegeben, Items werden abgegeben, Items werden abgegeben. Und Zug fährt dann wieder zurück auf die Position mit ihm. Wenn ich den Zug nun rufe, soll er einmal runtergehen und wieder hochgehen. Das geht doch. Yes, es geht. Okay. Ja, also ich habe quasi es einmal verneint, dass der Kolben standardmäßig so hoch ist. Ist sehr gut. Okay. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich den Zug hier hoch? Also wie kriege ich das jetzt hin, dass das alles miteinander kooperiert? Das Erste, was passiert, ist ja, dass der Timer sich aktiviert und so. Das heißt, ich sagte ja, dass der Timer von hier unten kommt. Das heißt, unser Timer startet hier. Das, da unten ist der Timer, den ich ja schon bereits gebaut habe. So, Timer so, 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 so und so. Redstone-Block wird verschoben. Dadurch fängt an, das Ding sich zu entleeren. Aber das geht an der Stelle nicht, weil uns dieser Kolben hier in die Quere kommt. Ich hasse ihn. Also, Spark, wie du merkst, Redstone-Sachen bei mir bauen, ist immer eine sehr emotionale Sache. Ja, ich merke schon, du nimmst es persönlich, wenn der Kolben nicht so will. Ja, wie ich das persönlich nehme. Es ist eine pure Emotion. Und ich weine auch gerne mal, wenn ich etwas... Nein, Spaß. Okay, so schlimm ist es nicht. Ja. Schaust, aber Moment. Wir können es doch hier drunter bauen. Das ist schon mal gut. Das ist gut. Das ist schlecht. Weil der jetzt ja nicht kooperiert. Ich habe ja keine Möglichkeit. Doch, ich habe eine Möglichkeit. Von hier aus kann ich das Signal abnehmen. Das heißt, das ist mein Timer-Output-Signal. Das ist das Timer-Signal. Jetzt muss jetzt ja nur noch eine Bedingung erfüllt werden, dass sobald der hier leer ist, das muss von unten gehen. Also, sobald der aus ist, geht der aus und den muss ja der getriggert werden. Und ich möchte keinen weiteren Block nach rechts gehen. Das heißt, ich muss den von da triggern. Also von unten triggern. Also von da triggern. Ja, das geht. Ohne, dass hier irgendwas in die Quere kommt. Okay, das heißt, dann habe ich jetzt noch hier so und so. Und so. Und so. Die hört auf zu blinken, diese Technik. Genau. Dann gibt es noch ein Signal, das geht von da nach da. Kommt von hier. Und muss verneint werden in den. Also wird verneint von dort. Über den hier. Nach da. Und so geht Signal rein. Okay, also, das heißt, mein Timer funktioniert nun. Hier sind nun 32 Blöcke drin. Ich mache draußen mal 16. Und ich starte den Timer. Die Blöcke gehen zur Seite. Gehen zur Seite. Hier sehen wir, die Lampe ist an. Also, hier diese Lampe ist an. Und jetzt gleich müsste der Timer... Ja, er kehrt um. Ihr seht, der Timer kehrt von alleine um. Die Besonderheit dabei ist, er kehrt so lange um. Sobald hier nichts mehr drin ist, muss er immer wieder anfangen umzukehren. Genau, bis er es schafft umzukehren. Sobald alle Blöcke raus ist, schaltet sich die Technik aus. Okay. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem, weil das Signal, was hier ist, muss dahin. Puh, ja. Okay, aber, es ist ja schon mal gar nicht mal so übel, was hier alles schon passierte. Bis jetzt geht das schon mal ganz gut. Jetzt muss das jetzt alles nur, also jetzt müssen ein paar Dinge ja passieren. Erstmal. Der muss dahin. Der muss da hochgebracht werden. Das Signal, was hier rauskommt, muss da hochgebracht werden. Unser Kolben ist ja hier standardmäßig an. Das heißt, mein Signal kann jetzt einfach mal hier entlang genommen werden. Und zwar hier entlang. Das Erste, was es macht, ist, den Kolben einmal zu triggern. Jedoch tut er das ja nur einmal und nicht permanent.
Das heißt, ich brauche auf jeden Fall ein kurzes Blinksignal. Das Blinksignal kann ich ja quasi von hier nehmen, muss es halt nur verstärken. Die Frage ist, wie kriege ich das jetzt am geschicktesten hin? Die Antwort gar nicht. Ernüchternder, als man denkt. Also wir haben hier eine Fackel. Da können wir hier sowas machen. Können hier sowas hinbauen, hier was reinwerfen und dann das so machen. Dann wäre das schon mal die Möglichkeit und gehen jetzt von der Seite aus. Das Signal geht dann hier entlang und geht dann einmal in diesen Spender hier rein. Allerdings von da. Er darf aber nicht in den Trichter reingehen. Das heißt, er muss am Spender vorbeilaufen. Also so muss das Signal verlaufen. Und das muss jetzt hier einmal eine Runde drehen. Und nachdem es das getan hat, muss das Signal nach oben gebracht werden. Und zwar genau nach dahin. Signal möchte am Ende hier hinkommen. Es muss hier hochlaufen. Spark, was machst du da? Bitte? Was machst du da? Du kannst nicht einfach Redstone-Blöcke hier setzen, während ich baue. Von allem, was du tun kannst, ist das das Mieseste, was du tun kannst. Das ist ja mal absolute. Hier, das ist ja mal das Mieseste, was du tun kannst. Guck dir mal an, was ich hier. In dieser Technik macht das keinen Spaß, wenn du mir da irgendeinen Redstone-Block reinsetzt. Entschuldigung, ich habe 3 Stück gesetzt. Alles gut. Glücklicherweise war ich weit. Glücklicherweise war ich weit genug davon entfernt. Wow, du hast mir gerade einen Heidenschreck eingejagt. Ich dachte, what? Was passiert hier? Das war doch auch mein Ziel. Hoffentlich krepierst du jetzt am Lachen. Wenn er einfach so random Black um dich rumzieht, ja, da fliegt man Hopper hin, da mal Pisten. Oh, blöd, Mann, du. Nicht, dass du jetzt mir irgendwas hier zerschossen hast in der Technik, ey. Ganz ehrlich, ich würde es ja witzig finden. Du bist so eine linke Socke, echt, ne? Meine Güte, ey. Das ist schlecht, der hier, der die Fackel sperrt, die Trichter dort. Also ich muss jetzt irgendwie ein Signal an diese Stelle hinkriegen und ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt da hochkriege. Also es muss ja irgendwie den da schalten. Und die kann ich aber auch nicht von der anderen Seite ausschalten, oder? Ha, theoretisch. Theoretisch. Der war gut, Joe, der war gut. Wer war gut? Der Prank. Ja, der Prank war tatsächlich gut, das muss ich dir eingestehen. Den Lob lasse ich dir. Es müsste auch theoretisch noch von der anderen Seite irgendwie möglich sein. Kann ich den Block gefahrenlos entfernen? Ja, kann ich. Nein, kann ich nicht. Die Technik müsste auch von dieser Seite funktionieren. Dann würde ich die jetzt von hier schalten. Was ja, glaube ich, geht. Nein, geht wegen Buttswitch nicht. Ach, Scheibenkleister. Ja, das ist ein katastrophaler Buttswitch an dieser Stelle. Das muss von der Seite angesteuert werden. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, wie ich ins Minecart Items reinkriege. Weil die Items, die müssen auch irgendwie zurück ins Minecart. So. Also bleibt das schon an der Stelle, diese Technik. 1, 2, 3. Block, Block. Der hier muss abgeblockt werden. Ne, der braucht gar keinen Redstone-Block rein. Und hier bleibt das dann auch so. Okay. Also ich muss jetzt irgendwie hier ein Stromsignal draufkriegen, ohne dass ich hier unten die Technik kaputt mache. Aber ich könnte Folgendes machen. Ich könnte schon das nehmen, was ich gerade gebaut habe, und ich führe das Signal das einfach woanders hin. So, das geht jetzt erstmal woanders weg. Und ich lasse das erstmal so, dass hier quasi ein Block ist, ein letzter Block dort. Der wird abgeklemmt von da. Dann so und so. Haben wir eine Fackel. Die Fackel triggert die Technik. Zack, zack, zack. Technik geht an. Das Minecart fängt jetzt an, hin und her zu fahren, wie wild. Besessen. So, und dann haben wir den hier. Und hier läuft dann Strom rein, wenn die Technik starten soll. Strom läuft nicht von da rein, sondern von da rein. Das geht nicht. Irgendwie muss jetzt diese Fackel ausgeführt werden. Die easiest Möglichkeit wäre von da. Achso, außerdem schaltet hier die Technik. Warum schaltet die Technik da? Ah, oh, weil der den ausmacht. Mist, okay. Das darf ich gar nicht so machen. Muss man das so oder so von der anderen Seite aus machen, was es mir ja leichter macht. Ist ja eigentlich besser. So. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Standardfehler mache. Okay. Das geht.
Dann gebe ich jetzt hier ein Stromsignal und das Stromsignal gleichzeitig auch. Ha, das Problem ist, der muss jetzt, das Stromsignal, was diesen Verstärker triggert, muss das hier sein. Und muss entsprechend von hier kommen. Dann darf hier ein Block sein. Da darf ein Kolben hingesetzt werden. Hier ist eine Redstone-Fackel, die mir in die Wege kommt. Und dann kann ich das einfach mal so machen. Das würde gehen. Ja, das würde gehen. Es würde auch keinen Kurzschluss geben. So, und jetzt muss das nur noch hier irgendwie nach oben gemacht werden. Das heißt, ich könnte auch das hier nehmen, welches dann einfach so und so den ausschaltet. Okay. So, dann gucken wir mal, was macht die Technik jetzt? Die Frage ist jetzt, wie verzögert ist das hier oben? Hier muss es eine höhere Verzögerung sein. Wenn ich den jetzt trigger. Pass auf, wir probieren es mal aus. Okay, nichts passiert. Der hier hätte aber trotzdem klappen sollen. Ne, er macht aber nichts. Warum? Vielleicht hat eine Spark irgendwas kaputt gemacht. Ich weiß es nicht. Ey, wir sind über der Zeit. Dann wird es beim nächsten Mal der Fehler gelöst werden. Ich mache hier unten alles mal frei. Befreie die Technik von jegwilligen Schmutze. Angerichtet durch Spark. No, ich sabotiere nicht. Ich pranke nur. Wie du sabotierst. Du Saboteur. No. So, also die Technik muss nochmal. Ach, ich weiß warum. Hätte ich nicht einfach den hier. Den hätte ich entfernen müssen. Ja, okay. Jetzt ist alles richtig. Die Frage ist, wird das Minecart nach oben katapultiert? Das will ich noch eben schnell gucken. Wenn ich jetzt den hier aktiviere, wird das Minecart hochkatapultiert? Yes, wird es. Okay. Also wir sehen, die Technik ist fast einsatzbereit. Oh, sie ist einsatzbereit. Ich hätte eigentlich nur das machen müssen. Ha. So, Technik funktioniert. Okay, warte, dann möchte ich sie doch noch mal eben ausprobieren. Also, Minecart soll nach oben katapultiert werden und oben stehen bleiben. Mal gucken, ob es klappt. Bleib stehen, bleib stehen. Ja! Fuck, yeah. Und jetzt, okay, okay, okay. Und jetzt geht das Minecart von alleine nach unten. Komm schon. Komm schon, komm schon. Yes! Entschuldigung, dass ich so laut bin, aber ja, verdammt nochmal. Geil. Und entleert sich. Wow, okay, das heißt, wow, so kompakt. Es funktioniert. Also, und jetzt funktioniert es auch schon mit dem Emerald. Also, eigentlich ist die Technik schon fast fertig. Jetzt müssen nur noch die Items ins Minecart reingebracht werden und das Ding ist fertig. Ich bezahle ein Emerald. Es dauert ein paar Sekunden und nichts passiert. Warum ist nichts passiert? Jetzt will es dann mal in der Folge wissen. Ich will es auf jeden Fall noch in dieser Folge wissen. Es tut mir echt leid, Leute. Das wird eine etwas längere Folge. Ach so, oh, ich habe mir den hier kaputt gemacht. Verstehe, 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 verstehe. Das war meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld. Der hier muss nochmal kurz aufgefrischt werden. So, okay, habe ich hier irgendwo einen Fehlerchen? Na, jetzt ist gut, jetzt läuft's, jetzt läuft's, jetzt läuft's, jetzt läuft's, es läuft. Läuft. Okay, wir warten nochmal kurz, wir warten nochmal. Warten, 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 warten. Also, oder nehmen wir heute noch eine Folge auf, Spark? Wie du lustig bist, wir können auch noch ich eine, denke ich. Obwohl, ich krieg langsam echt Hunger, ne? Okay, dann machen wir noch eine Folge. Wisst ihr was, dann gibt's nämlich in der nächsten Folge bei Spark, zeige ich euch nämlich, was diese Technik bis jetzt macht, okay? Wow, wow, wir haben es geschafft. Also, liebe Leute, in der nächsten Folge von Spark, nicht vergessen, zeige ich euch, was es machen, was diese Technik macht bis jetzt. Und an der Stelle endet das Video. Und wenn ihr die Folge sehen möchtet, was das macht, dann guckt einfach bei Spark. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Ciao, ciao.